Und seit 10 Minuten nichts passiert ist, dann heißt es hoffentlich gleich jetzt. Aber denk, oh, herzlich willkommen. Wer ist am Telefon? Hallo? Wer ist denn da? Keiner dran, Mann. 3, 2, hallo? 1, okay, alles klar, Mitmachregeln. Unter 18 ist es verboten anzurufen. Tut es einfach nicht. Man kann tatsächlich durchkommen. Es kann funktionieren. Aber wenn... Ah, ich wusste es doch. Wer ist denn dran? Hallo? Hallo, hier ist der Stefan. Stefan, bitte sage mir die richtige Antwort. Was kommt raus? Wie viel Milch geben? 25 Liter. Nein. Nein, Stefan. Nein, es ist nicht 25. Ich hasse dich. Blödes Spiel. So viele Kandidaten tun sich immer wieder schwer bei dem. Ich gebe ihnen mehr Geld. 7. Eieiei. Oh, da weiß es doch jemand. Wer ist denn dran? Hallo? Hallo. Jetzt machen wir sie doch nicht solche Hoffnungen. Ich denke, es klingelt, sie lösen und dann ist keiner dran. 3, 2, 1, hallo? Okay, Achtung. Ich schalte die Leitungen nochmal frei, aber ich gebe ihnen jetzt noch mehr Geld. Weil irgendwie kann es nicht sein, dass hier immer wieder das Gleiche passiert. 1000 Euro jetzt. Voll. Nochmal ein Aufleger, darf nicht passieren. Bitte, bitte, jetzt ist jemand dran. Hallo, wer ist in der Leitung? Hallo, hier ist der Karli aus Stuttgart. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind durchgekommen. Sie hören sich an wie ein volljähriger Kandidat. Ja, bin ich. Sehr gut. Was kommt denn raus? Wie viel Milch geben 10 Ochsen in 10 100. Minuten? 100. Bleiben Sie mal am Telefon, Sie kriegen ein Geschenk von mir. Hm? 50 Euro Trostpreis, komm, da müssen wir ein bisschen was rausrücken. Mhm. Weil Leute, 100 ist falsch. 25 ist falsch. Ich hasse es. Ich könnte mich jetzt hier weinend am Boden wälzen, aber ich weiß, ich muss trotzdem weitermachen. Und diese Zornesanfälle von früher, die funktionieren halt leider nicht mehr. So wie im Supermarkt, wenn man irgendwas wollte. Ich will aber. Ich will 1200 Euro und 10 Leitungen haben. Alle kommen, macht alles frei. 100 ist falsch, 25 ist falsch. Oh, ein Countdown? Ja, mein Wunsch geht in Erfüllung. Aufgepasst. Sie kriegen jetzt... Mehr Geld, weil dieses Spiel, das hat mich gebrandmarkt. Ich träume schon davon. Das interessiert Sie wahrscheinlich gar nicht, aber mich interessiert es, wenn Sie jetzt anrufen, weil dann ist dieses Spiel endlich weg. Ja! Herzlich willkommen, wer ist am Telefon? Es hört sich so leise an. Ist da jemand? 3, 2, 1. Alle Leitungen werden wieder geöffnet, alle 10. Aktivieren Sie einen Anruf jetzt, der finale Countdown kommt nicht nur einfach so. Normalerweise passiert es dann auch beim finalen Countdown. Und wenn nicht, dann wird wahrscheinlich hier von der Regie eine Regel vorgeschoben. Kann sein, dass das Spiel dann abgebrochen wird mit einer Uhr. Und dann haben Sie den offiziellen Zeitdruck. Dann wird es wirklich knapp. Und ich könnte mir vorstellen, dass es um 1, vielleicht um kurz nach 1 aller spätestens, dann das ultimative Ende hier gibt für dieses Rätsel, für dieses Spiel. Es ist... Herzlich willkommen, wer ist in der Leitung? Hallo? Ich öffne die Leitungen wieder. Das heißt, es hat jemand nicht genau hingehört, welche Leitung er hatte. Oder er war unter 18. 7, 6, 5. Legen Sie nicht auf, okay? Sie wissen ja jetzt, was passiert, wenn Sie es tun. Dann klingelt es nämlich hier, weil es natürlich ausgelöst wird, sobald die Leitung verteilt ist. Aber wenn keiner dran ist, ist die Leitung leer. Ja! Herzlich willkommen. Wer ist am Telefon? Hi, hier ist der Helmut. Helmut. Helmut, du hörst dich so an, als wüsstest du es. Das ist jetzt meine große Sekunde. Ja, ich weiß. Wirst du es lösen oder nicht? Ja. Ja. Also, es ist doppelt so viel. Doppelt so viel? Wie doppelt so viel? Wie viel Liter Milch können Ochsen geben? Das war schon wieder zu viel. Doppelt so viel ist falsch. Doppelt so viel Kartoffeln? Doppelt so viel was? Milch natürlich. Das war es, was er gemeint hat, der Helmut. Aber, ja, was soll ich machen? Mir bleibt ja jetzt nichts anderes übrig. Ich muss jetzt den Gewinn erhöhen und hoffe, dass die Regie mir den Plasma nicht wegnimmt. Ich gebe Ihnen jetzt 2000 Euro. Und
so grell hier. Gestern war es irgendwie so. Hat's geklingelt? Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist der Sven. Sven, Sie melden sich. Ich bin ja ganz baff. Sie haben es geschafft, Sie gewinnen jetzt. Was kommt da wirklich raus, Sven? 25. Sven. 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 Die Leitungen sind frei, rufen Sie doch an. Was? Okay. Achtung, liebe Zuschauer. So, hier oben steht's doch, 25 ist falsch. Sven hat nicht gelesen, Sven hat nicht zugehört, aber Sven ist durchgekommen. Finale Countdown, der zweite finale Countdown. Allein das ist schon ein Zeichen dafür, dass das Spiel weg muss. Weg damit. Ist die Frage. Sehen Sie, was jetzt hier passiert ist. Eine Uhr eingeblendet und 2 Uhr. Aha. Ihr habt es also 2 Stunden lang maximal geplant. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Ist ja eigentlich gut. Es ist ja gleich vorbei. Verstehen Sie endlich, dass das hier Irreführung ist? Ja! Herzlich willkommen bei Money Express. Wer ist da? Ja, Peter, hallo. Peter, was kommt raus? Ja, auch 5. Peter, bleib in der Leitung. Ich schenk dir was. 100 Euro. Na. Und jetzt? Ja? Wahnsinn. Die sind frei. Da ist also gar nichts faul an den Leitungen. Ist irgendwas mit dem technischen Apparat los? Warum verteilt ihr die Leitungen? Ja, noch nicht. Ne? 2:12 Uhr. Vielleicht ist es dann spätestens soweit. 2:15 Uhr schließen die Leitungen. Oh, was ist denn das jetzt hier für plötzlicher Sinneswandel? Eieieiei, liebe Zuschauer. 2:15 Uhr schließen die Leitungen. So, jetzt haben wir den Salat. 1:35:50 Uhr. Leitungen schließen um 2:40 Uhr. Das heißt definitives Ende. Leitungen haben wir ja schon getauscht. Das heißt, jetzt gibt es keine neuen mehr nach dem. Das nicht getan. Könnte ich draufschlagen, hätte ich schon gemacht. Geht aber nicht. Hot Button ist leider kein Knopf, den irgendein Mensch drücken kann. Allen meinen Freunden sage ich immer, spätestens jetzt anrufen, ne? Da, das wäre schon zu spät gewesen. Sie sind durchgekommen. Wer ist denn da? Hallo? 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 Keiner dran? Was machen wir jetzt? Zack, nächste 60-Sekunden-Uhr. Achtung, 3:21 Uhr. Nächste Katastrophe, ein Spiel und kein Gewinner. Oh Gott, bitte, bitte, lass jetzt jemand dran sein. 10:09 Uhr. Herzlich willkommen bei Money Express. Wer ist denn da? Hier ist Sebastian. Sebastian, du meldest dich. Weißt du, was da rauskommt? Ja, nichts. Ja, aus Ochsen kommt keine Milch raus, genau. Du hast gewonnen und zwar alles. Kannst du es glauben? Sebastian, du bist bestimmt noch baff. Dieser Plasmafernseher wird zu dir nach Hause geliefert. Dauert zwar ein bisschen, aber der kommt. Und das Geld wird dir auch überwiesen. Netto und steuerfrei. Mach was Tolles damit. Weiß ich noch nicht. Ja, dann überlegst dir mal, ne? Und bleib jetzt am Telefon, gib dem Callcenter deine Adresse an, dann kriegst du eine Gewinnbestätigung, okay? Jo, danke. Und ich sag allen anderen, eine schöne Nacht, der Sebastian hat gewonnen, er hat den richtigen Moment erwischt. Vielleicht gelingt's Ihnen ja morgen, dann bin ich Unglücksrabe nicht dabei, dann schaffen Sie es bestimmt. Gute Nacht, guten Abend, tschüss, ich bin fertig. Tschüss.